Kommen wir noch kurz zur Impfung, auch ein Thema, das natürlich immer wieder diskutiert wird. Nach wie vor werden alle Experten oder viele, die meisten Experten, sagen wir es mal so, zumindest die, die auch ernst zu nehmen sind, nicht müde zu betonen, dass die Impfung wirkt. Verstehen Sie, dass aber viele Menschen sagen, naja, jetzt bin ich dreimal geimpft, geboostert, jetzt redet man schon davon, dass es vielleicht auch eine vierte braucht. Und bei Omikron hat man gemerkt, ja, erkrankt sind auch die Geimpften, was jetzt vielleicht sich glücklicherweise nicht in einem schweren oder einem tödlichen Verlauf äußert, aber gesellschaftlich gesehen, wirtschaftlich gesehen natürlich ein Problem darstellt. Es ist noch nicht klar, gibt es eine Weiterentwicklung dieses Impfstoffes? Was denken Sie, was hören Sie auch, was haben Sie auch mitbekommen? Können wir damit rechnen, dass es eventuell im Herbst eine vierte Impfung brauchen wird und die dann auch unter Umständen ein anderer Impfstoff ist, beziehungsweise ein adaptierter Impfstoff ist? Ja, so die Wissenschaft oder warum wir dazu gegangen sind, dass es eine dritte Impfung gibt und vielleicht eine vierte Impfung, ist, man schaut einfach die Antikörper, die im Blut vorhanden sind. Und die Tatsache ist, dass über Zeit, also nach 6 Monaten oder so, 8 Monaten, gehen die Antikörper niedriger, werden sie niedriger. Und dann können sie nicht mehr so einfach den Virus neutralisieren. Mhm. Wenn Sie etwas von Immunologie verstehen, dann wissen Sie auch, dass Antikörper nur ein Teil von dem Immunsystem ist. Mhm. Ein anderes ist die sogenannten T-Zellen. Und T-Zellen, es stellt sich heraus mit ein paar Publikationen, die ich gesehen habe, die hält längere Zeit an. Mhm. Aber ich denke, die Impfungen sind jetzt so gut erträglich, so sicher, dass es kein Problem wäre, wenn wir einmal nach einem Jahr noch eine vierte und vielleicht noch eine fünfte Impfung erhalten könnte. Das ist nicht anders als zum Beispiel Tetanus, das ist alle 10 Jahre. Mhm. Hepatitis B ist 3 Impfungen. Das kommt auf den Virus drauf an. Und Influenza übrigens ist jedes Jahr. Das ist, jedes Jahr ist der Virus etwas anders. Mhm. Und jedes Jahr ist ein neuer Impfstoff auf dem Markt. Mhm. Und das könnte mit Corona, wäre das kein Problem, zum dasselbe tun. Mhm.